Moin zusammen und ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal Inkev. Ja, und zwar hatte ich mir gedacht, ich mache heute einfach mal einen Real Talk bei meiner Freundin. Meine Freundin, die liest da drüben ein Buch und ich werde einfach mal hier so ein bisschen über die Meinungsblocker-Szene reden. Und ja, das Ganze ist auch sehr spontan, das ist wahrscheinlich auch ein One-Take und dementsprechend, ja, zockt einfach nebenbei oder macht irgendwas oder guckt es euch einfach an. Groß geht raus dafür. Ja, also kommen wir einfach mal zur Meinungsblogger-Szene. Generell muss ich schon mal sagen, dass sich die größeren Meinungsblogger, finde ich, sehr, sehr gut entwickelt haben und die kleinen Meinungsblogger halt weiterhin ziemlich Trolls sind, zumindest zum Teil. Und die wundern sich halt immer noch, warum sie ziemlich klein sind. Für mich persönlich komplett verständlich, dass viele dort klein geblieben sind und dass nur bestimmte Leute groß werden, sei es Dude mit Maske, Baku und so weiter. Artikel 5 ist auch ja relativ groß geworden. Schade, dass er da nichts mehr weitermacht. Aber ja, die hatten wir ja auch schon ein bisschen unterstützt und denen haben wir auch geholfen und das fand ich auch sehr gut. Ich muss persönlich sagen, ich kann es auch komplett verstehen, dass gerade die kleinere Meinungsblogger-Szene irgendwo ein bisschen, ja, am Arsch ist, finde ich. Also Unholy hat für mich noch Potenzial, aber ansonsten diese unglaublich getriggerten Leute, die halt immer direkt bei jedem Scheiß ihre Meinung dazu äußern, dass sie ja benachteiligt werden und dass sie ja vergessen werden von der Meinungsblogger-Szene. Leute, das ist absolut lost. Ne? Also als ich damals das Video gemacht habe zur Meinungsblogger-Szene und ein Clouders hat zum Beispiel darauf reagiert und hat gesagt, hier, wir werden nicht beachtet und keine Ahnung, ja, Alter, weil ich euch alle nicht kenne so und das juckt mich halt doch nicht und dementsprechend, ja, nehmt euch nicht zu ernst, ich nehme mich auch nicht zu ernst und ich denke, viele Leute auch von den größeren Meinungsblockern, die nehmen sich auch nicht so krass ernst, also von daher chillt einfach mal ein bisschen eure Basics. Ja, kommen wir aber erstmal generell so zur Meinungsblocker-Szene. Ich persönlich finde, die hat sich schon extrem gut entwickelt, also seitdem Firegod nicht mehr mit am Start ist, ist es noch ein bisschen krasser geworden, ich weiß nicht, also irgendwie finde ich, ich hätte jetzt kein Problem, wenn Firegod wieder mit dabei wäre, so. Ich denke, er hätte eigentlich Potenzial gehabt, aber mittlerweile hat er sich für mich verspielt, aber vielleicht sage ich dazu später mal noch was. Aber so an sich ist das schon ziemlich positiv geworden. Denn Chasnero ist am Start, der sehr, sehr geile Videos macht. Also er recherchiert sehr gut. Ich hatte auch vor kurzem erst ein Video dazu gemacht, auch sehr, sehr sympathisch. Er möchte jetzt auch mit Streams langsam anfangen, was ich sehr cool finde. Dann haben wir den QNTV, dessen Videos mir auch sehr gefallen, seit diesem Content-Wechsel, beziehungsweise seitdem er sich vor der Kamera zeigt. Sehr, sehr entspannt, viele neue Formate, auch mit diesen Cake News, gefällt mir an sich ganz gut, das Prinzip. Ich meine, da gibt es immer mal was zu diskutieren und ich finde es auch gut, dass er seine Formate durchzieht, nicht so wie ich. Ich hatte auch immer mal ein paar Formate gedacht, wie ich jetzt durchziehen kann und habe dann nur vielleicht 2-3 Videos pro Format gebracht und das war's dann. Dementsprechend sehr nice, dass er das durchzieht, mir gefällt und kann man sich immer mal beiläufig sehr gut geben und die Kuchentalks bin ich so oder so großer Fan von. Kommt halt immer drauf an, was es für ein Thema ist, aber ja, die meisten Themen, die finde ich eigentlich relativ interessant und das gucken wir uns ja auch meistens in den Streams an. Ja, wem haben wir noch so? Da Vinci, bester Mann auf jeden Fall. Nee, also ich habe persönlich jetzt nicht weiter ein Problem mit ihm, aber man merkt einfach so, dass sein, ja, keine Ahnung, also sein Content ist halt wirklich nur auf News und auf Trash aufgebaut und für mich eher weniger Meinungsblog, auch wenn er da manchmal seine Meinungen preisgibt. Ich persönlich finde es einfach relativ langweilig, auch welche Themen er da anspricht, aber das ist ja immer Geschmackssache, ne? Je nachdem, was er für eine Community pflegt. Er hat ja gesagt, die mögen halt eher so diese Trash-Themen und Trash-Formate, dementsprechend kann er das machen. Ich finde, das hat halt wenig mit Meinungsblogs zu tun, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin nur ehrlich gesagt ja, kein großer Fan von Da Vinci. Also ich gucke es mir jetzt auch privat nicht weiter an. Die Streams, ja, sind okay, da habe ich immer mal vorbeigeschaut, aber finde ich jetzt auch so nicht unbedingt sehr spannend, weil es halt immer das Gleiche ist. Also er reagiert auf KuchenTV, so gefühlt 2 Stunden pro Stream. Dann geht er mal auf die Toilette, dann kommt dieses Lied von diesem Vitas oder wie der auch immer heißt. Und ja, dann setzt er sich wieder hin, redet weiter über KuchenTV, wo ich mir halt so denke, das ist relativ einschläfernd. Aber wie gesagt, je nachdem, ob das die Community mag, ich habe damit kein Problem. Ich habe generell kein Problem gegen Da Vinci, weil wir hatten jetzt auch so privat noch nie eine große Streiterei oder so. Ne? Ich hatte ihn mal kritisiert, aber ansonsten war es das auch. Er hatte mich auch schon kritisiert und hat gesagt, dass er mich nicht mehr verfolgt, schon seit einem halben Jahr, seit einem Dreivierteljahr. Ist ja auch völlig okay. Aber man kann ja so seine Meinung auf jeden Fall mal preisgeben. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch Baku. Also Baku hat ja jetzt erst vor kurzem den Push bekommen von Chasnero mit über 9000 Abonnenten, was unglaublich krass ist. Also gönne ich ihm extrem. Hat er sich verdient bei der Qualität, die er bringt. Ich finde, er ist halt so einer, der noch ein bisschen aus sich herauskommen könnte. Also das macht er wahrscheinlich auch noch. Also irgendwann wird er dann komplett frei sprechen können, beziehungsweise man auch so locker sprechen mit Humor und was weiß ich. Ja, das muss doch vielleicht ein bisschen lockerer werden, aber ansonsten sehe ich da extremes Potenzial, einfach weil der Schnitt unglaublich krass ist. Er greift gute Themen an, sage ich mal, oder er spricht gute Themen an.
ja, er hat halt extremes Potenzial und man merkt halt einfach, dass er nicht ohne Grund so krass viel abonniert wurde von den Leuten von Just Nero. Also Respekt auch dafür, was es für Communities gibt und welche Leute es gibt, die halt so krass supporten. Also das ist absolut wild und ja, kaum vergleichbar mit anderen Communities. Also Respekt auf jeden Fall dafür an die Community von Just Nero und jetzt mittlerweile natürlich auch teilweise Baku. Ja, also ihm wünsche ich da natürlich auch alles Gute. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin immer noch sehr stabil in Kontakt. Baku auch oft in den Streams mit dabei, was mir sehr gut gefällt. Ja, krass, ich meine, er ist Familienvater und macht halt noch nebenbei YouTube. Dann ist er oft bei Twitch am Start. Also finde ich auf jeden Fall heftig, wie viel Zeit er da investiert. Und ich gönne ihm das, dass er da so schnell jetzt hochgekommen ist. Ja, als nächstes haben wir auf jeden Fall noch Tütenmaske, muss ich sagen. Absolut stabiler Typ, mit ihm habe ich so mit am meisten zu tun in der Meinungsbürger-Szene. Wir schreiben über WhatsApp öfter mal, machen zusammen Streams, bockt einfach mega und ich muss halt auch wirklich sagen, ich finde seine Videos sehr ansprechend. Ich finde seine Ansichten kann ich zu 99% sehr gut nachempfinden, auch wenn ich jetzt kein Fan von irgendwelchen Herrentaschen bin oder so, also das geht gar nicht. Aber wie gesagt, Mode ist bei mir persönlich noch nie krass am Start gewesen, deswegen möchte ich mich da nicht weiter dazu äußern. Ja, aber Dude mit Maske, sehr stabiler Typ, recherchiert gut, seine Videos gestaltet er gut, sein letztes Video hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, auch so vom Schnitt her. Mittlerweile bringt er auch so ein bisschen Reaction-Zeug und ja, an sich bin ich immer so einer, so das kann man trennen, weil Reaction, finde ich, muss jetzt nicht immer auf dem Hauptkanal drauf, aber ich finde, wie er die Videos gestaltet, auch die Reaction-Videos, finde ich sehr nice, hat mir sehr gut gefallen, als ich es mir angeguckt habe und ja, ist definitiv unterhaltend, also kann man auf jeden Fall drauf schauen. Dazu kann man solche Reaction-Videos halt relativ gut, ja, ich würde jetzt nicht sagen strecken, aber wie gesagt, da bekommt man immer ganz gute Watchtime. Und wenn das Thema interessant ist, man sieht es ja auch beim KuchenTV Uncut-Kanal, dann wird es auch krass stark geklickt. Also bei Tim lief es, glaube ich, noch nie so gut wie jetzt, was sein Uncut-Kanal anbelangt. Ich meine, er macht eine Start-Stop-Aufnahme, so wie sein Kanal macht momentan, glaube ich, im Monat 3 Millionen Aufrufe. Das ist absolut insane, also das ist wirklich unglaublich. Ja, also geht auf jeden Fall fit, ich finde es sehr, sehr stabil. Und ich hoffe, der Zusammenhalt, der wird weiterhin größer und ich hoffe, wir werden uns einfach mal auf Meinungsblogger-Treff ja, irgendwas ausmachen können. Das wäre halt eine extrem stabile Sache, einfach damit man sich auch so nochmal privat austauscht, ein bisschen in Kontakt tritt, finde ich sehr, sehr nice. Schade, dass die Gamescom ausfällt. Das wäre so ein Zeitpunkt gewesen, wo man mal hätte schnacken können, aber ja, vielleicht lässt sich da noch was machen, dass man da sich so mal miteinander trifft und vielleicht auch mal Videos zusammen produziert. Ja, an sich muss ich halt wirklich sagen, so die Meinungsbürger-Szene ist halt deutlich besser geworden als vorher, deutlich reflektierter, erwachsener und nicht mehr so übel kindlich. Ja, feiere ich auf jeden Fall. Also es wird jetzt nicht nur noch irgendwie stumpf irgendwas Dummes gelabert, außer jetzt bei, ich muss ganz ehrlich sagen, so bei Floppy oder so. Es ist so, seine Ansichten jetzt in letzter Zeit, bei seinen letzten 5 Videos, es war halt wirklich ein reinster Flop, so. Habe ich null gefühlt, so diese Argumentation, wirklich wie so ein Kind, dann verhält das sich so, dass sich in die Opferrolle gedrängt wird, verhält das sich wie, keine Ahnung, so jemand, der null mit Kritik ab kann oder mit Hate zurechtkommt. Ganz ehrlich, wenn man nicht mit Hate zurechtkommen kann auf YouTube und trotzdem kontroverse Themen bespricht oder Leute behandelt und so weiter, dann ist es ganz klar, dass man entweder nichts auf YouTube zu suchen hat oder halt seine Kommentarfunktion ausstellen sollte, wenn man damit nicht klarkommt. Aber das ist so meine Meinung. Ja, also das war jetzt bloß mal so ein kleiner Real Talk am Rande. Ich hoffe, euch hat es auch mal so gefallen. Ich habe gerade eben einfach Zeit und dachte mir so, ich sage einfach mal ein bisschen was dazu. Einige interessiert das immer, was ich so zur Meinungsblogger-Szene zu sagen habe. Damals habe ich ja auch den Kanal hier geführt, den Inkev-Kanal geführt, weil ich einfach solche Talk-Videos machen wollte. Ne? KuchenTV macht es ja auf seinem Ikonen-Kanal. Ich wollte das eigentlich auf dem Kanal machen. Mittlerweile ist halt viel Reaction-Zeug mit dabei. Und ja, ich bin da auch sehr dankbar an Toni Lodi, der das hier macht mit den ganzen Reaction-Zeug. Also er schneidet die Videos. Fühle ich brutal. Ich danke dir viel, vielmals dafür. Also Kuss geht raus. Und ja, das soll es auch schon fast gewesen sein. Ja gut, ich habe noch kein Wort weiter zu mir gesagt. Ich persönlich finde auch, dass ich meine Videos jetzt mittlerweile wieder ein bisschen verbessern. Also ich hatte jetzt vor einem Monat, aber vielleicht gehe ich da auch später mal im Extra-Video drauf ein, vor einem Monat hatte ich irgendwie keine Motivation so richtig krass für ein Video, einfach weil mir die Themen nicht gefallen haben, beziehungsweise ich wusste nicht, was für Themen ansprechen sollte. Und ich selber war auch in der Phase, dass ich gesagt habe, ich mache nur noch das, wo ich voll dahinter stehe, wo ich Real Talk raushauen kann und sowas. Aber Real Talks, das mögen nur ein Teil von den Leuten und deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Ich mache momentan das, was ich extrem fühle und das sind momentan gerade wieder Meinungsblogs, einfach aufgrund dessen, dass ich einfach gerade fertig bin, sozusagen mit der letzten Prüfung und da kann ich halt jetzt ordentlich durchziehen. Das macht mir halt extrem viel Spaß.
Ah, das ist einfach jetzt momentan meine Priorität, dass ich jetzt Videos mache, Streams mache. Natürlich die Zeit nutze auch für die Freundin und dann später noch Wohnungssuche. Aber ja, das werde ich dann wahrscheinlich noch später in einem extra Video besprechen. Das soll es dann auch schon soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, nochmal so ein Real Talk zwischendurch. Ich persönlich feiere sowas extrem. Ich mag das auch bei KuhnTV, bei Eikuchen gucke ich mir gerne an. Deswegen hoffe ich, dass einige Leute das Video hier auch schauen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.